Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Akuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Prime-Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Hallo liebe Tagebuch-User. Ich habe mich nun doch tatsächlich zum Launch von Mass Effect 2 nochmal an meine alte Liebe Mass Effect 1 gesetzt. Ich hatte es zwar schon 2008 gleich wie im Rausch durchgespielt, doch wollte ich gerne die Handlung nochmal auffrischen. Erst jetzt beim erneuten Durchspielen ist mir aufgefallen, wie extrem großartig der erste Teil gewesen ist. Nicht falsch verstehen, ich fand schon beim ersten Durchspielen, dass Mass Effect eine meiner geilsten Spieleerfahrungen gewesen ist. Aber wie mitreißend es ist, Commander Shepard zu verkörpern, er zu sein und mit ihm im Namen der Menschheit das Universum als Spectre zu durchstreifen, das ist einfach die coolste Science-Fiction-Erfahrung, die man haben kann. Da es mir in diesem Durchlauf ja lediglich um die Story geht, spiele ich das Spiel diesmal auch ein wenig anders als noch im ersten Durchgang. Zum Beispiel habe ich den Schwierigkeitsgrad auf leicht gestellt. Dies hat zur Folge, dass sich die Kämpfe nun ohne jegliche Taktik und durch reines Ballern locker gewinnen lassen. Die Kämpfe werden zur actionorientierten Randnotiz, wodurch ich mich viel mehr auf die Dialoge und Quests konzentrieren kann. Charakterverwaltung und gezieltes Aufleveln fallen somit aus. Auch die langweiligen Erkundungsmissionen auf leeren Planeten bleiben mir erspart. Dadurch nimmt das Spiel deutlich an Fahrt auf. Viel faszinierter bin ich aber von mir selbst, und zwar wie ich dieses Mal meinen Commander Shepard spiele. Ich habe extra keinen alten Spielstand genommen, sondern eine neue Karriere angelegt. Ich wollte mir meinen ersten Shepard erhalten, um am Ende die Wahl zu haben, mit welchen ich in Mass Effect 2 gehe. Und siehe da, bis auf wenige Kleinigkeiten habe ich mir instinktiv fast den gleichen Charakter nochmal erschaffen. Ich habe mir die gleiche Vergangenheit ausgedacht und auch das Aussehen stimmt fast vollkommen überein. Die Narbe ist ein wenig verrutscht und die Wangenknochen ein wenig breiter. Vom auffälligsten sind noch blaue statt grüne Augen und der Einsatz von Augenbrauen. Beim ersten Mal wollte ich noch durch das Weglassen ein exotischeres Äußeres erschaffen. Aber nicht nur beim Äußeren, auch bei den großen Entscheidungen im Spiel treffe ich die gleichen wie im ersten Durchgang. Ich treffe sie nach meinen eigenen Wertvorstellungen, so wie ich sie selbst in der Rolle von Shepard treffen würde. Da müssen es folglich die gleichen wie beim ersten Mal sein. Das finde ich einfach großartig, dass ein Spiel so mitreißend sein kann und einen die schweren Entscheidungen im Grunde doch so leicht macht, dass man sie 2 Jahre später ohne zu zögern nochmal genauso trifft. Ich kann nur sagen, wer bisher nicht Mass Effect gespielt hat, der sollte dies unbedingt nachholen. Allein wegen der großen Momente im Spiel lohnt es sich. Zum Beispiel, wenn wir uns aufmachen als frisch gebackener Spectre und eine Ansprache als neuer Captain der Normandy an die Crew richten, um sie auf unsere Mission einzustimmen. Das ist Gänsehaut-Feeling pur. Hört einfach mal rein. Und bis zu meinem nächsten Tagebucheintrag.
Saren ist irgendwo da draußen. Und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Wir alle wissen, was auf Eden Prime geschehen ist. Wir haben die Zerstörung gesehen. Und die vielen Leichen. Das alles war Sarens Werk. Und dafür wird er bezahlen. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Wohin auch immer Saren flieht, wir werden ihm folgen. Wo auch immer Saren nach der Röhre sucht, wir werden da sein. Wir werden ihn bis ans Ende der Galaxie jagen und zur Strecke bringen. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir.